Willkommen zu einem weiteren Video der Gambio Videoreihe. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchten wir uns die ersten Schritte mit dem Gambio Shop System anschauen. Das heißt, wir legen Grundeinstellungen fest, wie zum Beispiel, wo wir Shop-Daten hinterlegen, wie wir rechtliche Dinge einstellen und im Kern im System Dinge einstellen können. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Beginnen wir mit den ersten Schritten im Gambio Shop System und legen heute die Grundeinstellungen fest. Ich mache eine Videoreihe für das Gambio Shop System und möchte dir Schritt für Schritt zeigen, wie du deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst und alle wichtigen Einstellungen treffen kannst, so dass du mit einem eigenen Online-Shop verkaufen kannst. Ich habe bereits ein Video zur Vorstellung von dem Gambio Shop System gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau es dir gerne hier oben in der Infobox an. Ich habe da vorgestellt, welche Funktionen das Shop System hat, sowie aber auch die Tarife und die Preise. Dennoch kannst du dich hier über den Link, den ich dir unten in der Beschreibung packe, direkt registrieren. Innerhalb von ein paar Minuten hast du hier dein eigenes Online-Shop System. Wenn du diese Videoreihe nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wenn du dich dann registriert hast, bekommst du die Zugangsdaten per Mail und dann kannst du dich ganz normal als Benutzer hier anmelden und dann bist du schon direkt als Admin auch angemeldet. So, und dein Shopsystem wird bestimmt genauso aussehen wie meins. Das ist hier das Design, das nennt sich Malibu. Es gibt andere Designs noch, die etwas älter sind. Und ich finde aber, dieses Malibu ist echt gut gelungen und meiner Meinung nach mein Favorit, was ja, das Design und den Look angeht. Dementsprechend würde ich dir das sogar empfehlen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Du hast halt die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Shopsystemen bzw. Designs von Shops zu wählen. So. Ja, dann gehen wir einfach mal direkt ins Dashboard von Gambio und das ist das, womit wir uns am meisten beschäftigen werden, denn das ist der Hintergrund, was nachher den Shop abbildet im Grunde genommen. Und wir gehen kurz die Punkte durch. Wir haben hier die Navigationsleiste mit verschiedenen Punkten. Du kannst hier dich einmal durchklicken und schauen, was genau was ist. Wir gehen alles Schritt für Schritt durch. Nicht heute, das wird in der Videoreihe in den verschiedenen Videos geschehen. Heute gucken wir uns, wie gesagt, die Grundeinstellungen an. Jedoch ist das die Navigationsleiste. Dann haben wir hier einen Hauptbereich, wo wir hier verschiedene Sachen und Informationen auch mitgeteilt bekommen. Dann haben wir hier den Einrichtungsassistenten und hier haben wir dann die Möglichkeit, Schritt für Schritt den Shop, ja, die ersten Einstellungen zu treffen. Das können wir natürlich hier durchmachen, das werden wir auch machen, Schritt für Schritt. Und dann haben wir hier oben nochmal eine Suchleiste, wo wir verschiedene Dinge hier im Shop-System suchen können. Und hier oben haben wir noch die Möglichkeit, ein Online-Handbuch uns aufrufen zu lassen, sowie auch im Forum. Es gibt ein großes Gambio-Forum, wo wir hier im Grunde genommen Informationen bekommen, falls wir Probleme haben mit dem Gambio. Aber auch natürlich einen Support haben wir. Wenn wir hier mal draufklicken, dann können wir den Support direkt per Mail kontaktieren und uns wird geholfen. Es gibt noch eine andere Variante, wo wir ein Ticket eröffnen können. Das zeige ich euch auch noch später. Ansonsten haben wir hier noch den Einkaufswagen. Wenn wir darauf klicken, gelangen wir direkt wieder auf unser Shop-System. So. Wir befinden uns jetzt hier im Shop-System. Zuerst einmal gehen wir jetzt auf die Einstellungen. Die Grundeinstellungen sind super wichtig, deshalb solltest du die von Anfang an richtig treffen und alles richtig einstellen. Bevor du jedoch Einstellungen im Shop-System machst, würde ich dir empfehlen, den Shop erstmal offline zu stellen. Ja, sobald du auch in Zukunft etwas am Shop-System veränderst oder vor allem am Design veränderst und im Hintergrund arbeitest, dann würde ich dir immer empfehlen, den Shop offline zu stellen. Wenn du jetzt natürlich Produkte einfügst oder sowas, so Kleinigkeiten, da musst du nicht den Shop offline stellen, aber ich denke mal, am Anfang vor allem ist es super wichtig. Und dann gehen wir hier auf Inhalte und Shop auf Online und Offline. Da klicken wir dann drauf und dann haben wir hier die Möglichkeit, dass wir den Shop einmal auf Ausstellen. So.
Und dann speichern wir das Ganze. Jetzt ist der Shop offline. Wir prüfen das Ganze und drücken hier mal auf den Einkaufswagen. Und wir sehen hier, wir sehen den Shop zwar noch, aber Shop-Status offline wird uns angezeigt. Dementsprechend ist der Shop jetzt für andere nicht ersichtlich. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück hierhin und gehen dann zu den Einstellungen. Und zwar sind die Grundeinstellungen super wichtig für den Anfang, wie schon gesagt. Und das fängt hier oben an. Man kann im Grunde genommen alles nach der Reihe einmal durchgehen. Wir werden heute einige Punkte nicht bearbeiten, weil es sonst das Video zu lange in die Länge ziehen würde. Wir schauen uns hier die grundlegenden Sachen an. Zum Beispiel allgemein zum Shop. Das heißt, du legst hier den Namen für deinen Shop fest. Zur Info nochmal, hier sehen wir ein kleines i immer. Da wird uns meistens immer gezeigt, was genau diese Einstellung bewirkt. Und dementsprechend kannst du dir das Ganze hier sehen. Der Name des Shops ist im Grunde genommen dann der Titel des Shops, der angezeigt wird. Ist super wichtig fürs Google SEO später. Hier legst du nun den Namen deines Shops fest. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Nische verkaufen möchtest, du möchtest vielleicht irgendwelche Elektroartikel verkaufen oder zum Beispiel Klamotten, dann würde ich hier zum Beispiel im Titel schon damit was erwähnen, so dass das dann im SEO gut berücksichtigt wird. Ich habe hier beispielsweise Tiereparadies genommen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Tierzubehör-Shop, den ich jetzt so als Beispiel genommen habe. Und dementsprechend taucht hier schon mal das Wort Tiere auf und ist somit schon mal bevorteiligt. Ansonsten hast du hier den Firmennamen, den du festlegst. Wenn du eine Firma hast, dann legst du natürlich hier den Firmennamen fest. Sonst, wenn du die ganz normale Einzelunternehmer-Rechtsform hast, dann legst du hier natürlich deine Vor- und Nachnamen an. So, dann Geschäftsadresse sowie auch Telefonnummer und etc. kannst du hier festlegen. Alles untereinander schreibst du das dahin. So, dann den Shop-Betreiber, du selbst. Im Grunde genommen, der Inhaber kann auch natürlich deine Firma sein, kann aber auch dein Vor- und Nachname sein, sowie auch der Rest. Das ist wohl selbsterklärend alles. So, dann kommen wir auch schon direkt zu den Kundendaten. Kundendaten, im Grunde genommen legen wir hier fest, was bei den Konteneinstellungen, wenn ein Kunde sich bei uns im Shop registriert, alles für Einstellungen gelten sollen. Und im Grunde genommen alle Einstellungen, die hier schon soweit getroffen sind, sind Standard, sind auch meistens schon korrekt und für dich eigentlich passend. Dennoch gibt es hier Kleinigkeiten, die man hier verändern kann, aber hier würde ich soweit nicht viel verändern. Dementsprechend können wir hier weiter scrollen. Hier können wir zum Beispiel Kundendaten bei der Registrierung festlegen, was ist, Pflichtfelder sind und so weiter. Wir können hier zum Beispiel sagen, ein Geburtsdatum muss angegeben werden. Falls wir Artikel zum Beispiel mit einem gewissen Mindestalter verkaufen, dementsprechend ist es dann hier wichtig, dass wir das Geburtsdatum ändern bzw. angeben. Aber auch kann sowas natürlich sein, wenn wir später den Kunden ein Newsletter verschicken, wenn der Kunde Geburtstag hat. Hier gibt es eine Option zum Beispiel, wenn der Kunde Geburtstag hat, dass wir den an seinen Geburtstag einen Gutscheincode zuschicken und einen gewissen prozentualen Rabatt gewähren. Super interessant und super wichtig könnte das sein. Aber das ist halt dir überlassen, wie du das individuell festlegst. Solche Sachen würde ich zum Beispiel nicht machen. Wie zum Beispiel Bundesland oder Stadtteil, das ist einfach zu viele Angaben dann. Dann haben wir hier die Mindestlängen für die jeweiligen Angaben und dann sind wir auch schon durch mit den Kundendaten. Dann gibt es hier Artikel und Kategorien, Layouts und Design, das möchten wir mal überspringen. Kommen wir zu den rechtlichen Einstellungen. Und hier ist es super wichtig, dass wir hier alle Einstellungen wirklich korrekt treffen. Jedoch kann ich dir nicht versichern, dass diese Einstellungen, die ich hier getroffen habe, wirklich rechtlich korrekt sind. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann empfehle ich dir, durch den Händlerbund das Ganze prüfen zu lassen. Wer diesen Kanal schon verfolgt, habe ich schon öfters über den Händlerbund gesprochen und habe hier das gezeigt, dass man hier mit dem Unlimited-Paket im Grunde genommen eine Shop-Tiefenprüfung hat, die dann im Grunde genommen sowas prüft. Das heißt, wenn du dieses Paket buchst, dann hast du hier die Möglichkeit, dass der Händlerbund deinen Shop auf Herz und Nieren quasi prüft und schaut, ob denn alles, der Bestellprozess sowie auch alle rechtlichen anderen Einstellungen korrekt in deinem Shop getroffen worden sind und eingestellt worden sind.
Deshalb, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann mach das definitiv durch den Händlerbund. Sonst legst du einfach die Einstellungen so fest, wie sie standardmäßig vorgegeben sind. Ich gehe hier gleich mal durch und dann hast du das. Brauchst du Informationen zum Händlerbund, dann findest du diese unten in der Beschreibung. Dazu werde ich dir auch ein Video einblenden, wie du gewissermaßen Einstellungen und gewisse Dinge festlegst. Auch einen Rabattcode findest du unten in der Beschreibung. So, gehen wir mal die Punkte durch. Also es ist super wichtig, dass wir hier gewisse Dinge auch festlegen, wie zum Beispiel Datenschutzerklärungen zustimmen. Das muss bei der Registrierung im Normalfall erfolgen, so dass der Kunde weiß, welche Daten er an dich weitergeben kann und wie diese dann auch dementsprechend weiterverarbeitet werden. Genauso auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die müssen im Bestellprozess und Bestellvorgang angezeigt werden, sowie auch im Bestellvorgang bestätigt werden. Das kennt ihr selber, wenn ihr etwas bestellt, müsst ihr meistens irgendwo ein Häkchen setzen, dass ihr die Datenschutzerklärung oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Genauso ist das der Fall auch für die Widerrufsbelehrung und Widerrufserklärung. Hier ist es auch wichtig, das Ganze vor dem Bestellprozess das Ganze zu bestätigen. Und dann geht das weiter, und zwar Datenweitergabe an Versanddienstleister, wie zum Beispiel Telefonnummer oder E-Mail. Ihr kennt selbst, ihr kriegt manchmal eine Mailadresse, dass ihr bald ein Paket empfangt. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die dann weitergegeben werden an den Versanddienstleister, der euch dann per Mail über eine Zustellung eures Paketes benachrichtigt. Das muss, wie gesagt, rechtlich alles safe sein. Dementsprechend lasst das Ganze durch die Händlerbund-Shop-Tiefenprüfung prüfen, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen möchtet. So, ansonsten sind das hier solche Einstellungen, die eigentlich standardmäßig sind. Dann haben wir hier die Mehrwertsteueranzeige, wie auch zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung. Wenn du Kleinunternehmer bist, beziehungsweise die Kleinunternehmerregelung anwendest, dann ist das auf jeden Fall auch was für dich, denn du kannst das hier einmal die Mehrwertsteueranzeigen ausblenden und dann hier die Kleinunternehmerregelung nach Paragraphen 19 einblenden. Somit wird dein Kunde dann benachrichtigt im Bestellprozess, aber auch bei den Artikeln direkt, dass du als Kleinunternehmer tätig bist und die Kleinunternehmerregelung anwendest, somit keine Umsatzsteuer ausweist auf deinen Rechnungen. Super wichtig. So, dann gehen wir weiter hier, die Einwilligungen und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die nicht unbedingt jetzt relevant sind. So, dann gucken wir hier den Lieferungsstatus, den überspringen wir auch. Wir gehen mal direkt auf Sprachen, Länder und Steuern. Das ist auch wichtig. Hier können wir uns das Ganze einmal aufrufen und hier können wir dann dementsprechend verschiedene Sachen einstellen. Du siehst es hier, wir haben hier Bundesländer, das ist alles schon voreingestellt. Länder, alle Länder sind hier schon ausgewählt. Hier ist es super wichtig, dass du entscheidest, in welche Länder du versenden möchtest bzw. verkaufen möchtest. Und wenn du hier das festlegst, dann können auch nur aus diesen Ländern die Kunden bestellen. Standardmäßig ist das Ganze hier auf alle Länder eingestellt. Das heißt, wir haben hier 250 Länder, aus denen auf deinem Shop bestellt werden kann. Ich würde das auf jeden Fall nicht raten, das Ganze so zu machen, denn vor allem wenn du jetzt ein neues Shop-System machst, würde ich dir empfehlen, das Ganze erst in Deutschland durchzuführen. Das heißt, du verkaufst nur an Deutsche weiter. Wenn du natürlich entscheidest, dass du europaweit verkaufen möchtest und vielleicht aber auch Deutschland oder Österreich oder Schweiz, dann kannst du das hier aktivieren. Wie machst du das Ganze, um nicht jeden Status hier einmal auf Offline zu stellen? Machst du erstmal alle deaktivieren. Und wenn du beispielsweise das Ganze hier nur für Deutschland machen möchtest, dann gehst du hier ein paar Schritte weiter und dann hast du hier irgendwo Germany, was wir dann auswählen und dementsprechend dann da einen Haken auf aktiv setzen. Da. So. Ja, im Grunde genommen ist das jetzt direkt schon festgelegt. So. Und jetzt können nur Kunden aus Deutschland bei dir im Shop bestellen. So, dann kommen wir zu den Sprachen. Sprachen ist auch ein wichtiges Thema. Wenn du deinen Shop direkt in zwei Sprachen machen möchtest, das heißt Deutsch und international für Englisch, dann musst du wissen, dass du parallel immer direkt auch zweisprachig alles einstellen musst. Das heißt, alle Texte sowie Rechtstexte, aber auch Artikelbeschreibungen und alles musst du immer in zwei Sprachen ausweisen.
Und das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Dementsprechend musst du dich am Anfang festlegen, ob du das machen möchtest oder nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe da eine Lösung gefunden, wie das Ganze über einen Google Translator geht. Das heißt, Leute aus dem Ausland können eigentlich über den Google Translator deine Seite übersetzen und dementsprechend können die auch hier ganz normal ihre Sprache wählen und ganz normal etwas bestellen. So, dann haben wir hier die Steuerklassen. Das ist im Grunde genommen hier einfach Standard. Dann kommen wir zu den Steuersätzen. Das ist halt dann wichtig, dass wir hier Steuersatz normal haben wir 19% und ermäßigter Steuersatz von 7%. Das ist eigentlich standardmäßig festgelegt. Im Grunde genommen musst du hier auch nichts ändern. Steuerzonen, das ist dann auch nicht relevant. Und Währungen. Hier musst du dann schauen, ob du dann das Ganze dementsprechend auch in US-Dollar ausweist oder nicht. So, gehen wir mal zurück zu den Einstellungen. Kommen wir nun zu den Systemeinstellungen. Hier habt ihr hauptsächlich die Möglichkeit, E-Mails festzulegen, wo ihr dann Nachrichten erhalten möchtet. Wenn ihr über einen Webhost das Ganze macht, habt ihr die Möglichkeit, natürlich mehrere E-Mail-Adressen festzulegen. Das Ganze machen wir noch später. Und dementsprechend habt ihr hier dann die Möglichkeit, an die jeweilige Position eure E-Mail-Adresse festzulegen, die hierfür relevant ist. Ihr seht es hier, das ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse, die ganz normal für ja, Bestellungen verwendet wird. Dann geht ihr hier ein Stück weiter. Das sind die Kontakt-E-Mail-Adresse. Hier könnt ihr zum Beispiel eine andere E-Mail-Adresse festlegen. Dann könnt ihr hier den Namen festlegen und so weiter. Hier haben wir Rechnungsadressen, da könnt ihr auch separat eine E-Mail-Adresse festlegen und vieles mehr. Ansonsten hier sind hier so Standardeinstellungen. Wir können hier Rechnung und Lieferschein erstellen, sowie auch Bestell- und Kundennummern. Das werden wir später in einem separaten Video machen. Und sonst haben wir hier, wie gesagt, eigentlich nur Standardsachen, die eigentlich recht gut schon festgelegt worden sind. Wir haben hier nochmal den Wartungsmodus, den wir ja eingeschaltet haben. Und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, der Rest der Einstellungen sind quasi standardmäßig. So, das war's erstmal zu den Grundeinstellungen. Ich hoffe, dir war das Video hilfreich, soweit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Abonniere dementsprechend diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Da machen wir weitere Einstellungen und schauen uns weitere Punkte im Shopsystem von Gambio an. Viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Einstellen und viel Erfolg.